Hallo, schön, dass du da bist. Heute gibt es einen Brief auf dem Niveau B1 und das Thema ist Anmeldung bei der Fahrschule. Worum es genau geht, erfährst du gleich in dem Video. Gleich seht ihr hier die ganze Aufgabe. Ich lese diese Aufgabe jetzt vor. Das ist die Situation. Stell dir vor, du willst Autofahren lernen und möchtest dich zu einem Kurs in einer Fahrschule anmelden. Schreib eine E-Mail an die Fahrschule zu folgenden Punkten. Grund des Schreibens, also warum schreibst du diese E-Mail? Angaben zu deiner Person, Führerscheinklasse, Angebot, Termine und Kosten. Danach sollte man fragen und am Ende sollte man schreiben, wie man erreichbar ist für weitere Rückmeldungen von der Schule, von der Fahrschule. Unten rechts seht ihr jetzt die ganze Zeit diese Punkte. Es gibt hier 5 Punkte. Die sind sehr, sehr wichtig. Man muss zu jedem Punkt 2, 3 Sätze circa, ja, schreiben. Man darf keinen Punkt auslassen. Denn wenn man zu einem Punkt nichts schreibt oder keine Angaben gibt, dann verliert man die Punkte. Das wäre schade natürlich. Da es sich um eine Fahrschule handelt, ist das ein offizieller, formeller Brief. Und die Anrede klingt so: Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne in. Hier könnte man den Namen des Ortes, der Stadt eintragen. Bald möchte ich gerne eine Führerscheinausbildung beginnen. Im Internet habe ich die Webseite von Ihrer Fahrschule gefunden. Man kann aber auch schreiben, ich habe von meinen Bekannten von ihrer Fahrschule erfahren. Das wäre auch eine Alternative. Gerne möchte ich mich anmelden, aber ich hätte ein paar Fragen. Welche Kurstermine haben Sie für den PKW-Führerschein Klasse B in meiner Nähe? Eigentlich kann ich nur an Wochenenden an einem Kurs teilnehmen, da ich unter der Woche berufstätig bin. Wie lange dauert der Kurs? Wie viele Stunden sollte man mit dem Fahrlehrer machen? Wann sind die Prüfungstermine? Ich würde auch gerne den Gesamtpreis wissen. Sie können mich auch gerne unter der Telefonnummer, hier könnte man die Telefonnummer schreiben, am besten nachmittags erreichen, mit freundlichen Grüßen und Vorname und Nachname am Ende. Falls du Fragen zu diesem E-Mail hast, stell sie bitte in die Kommentare.